Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann, ich bin Gangster-Rapper. Ich bin die Mieze. Und ich bin der Andi. Liebe Nutzerinnen und Nutzer, mein Name ist Gregor Gysi und ich bin aus welchem Grund auch immer zu Gast bei Dislike. Howding! Ich krieg jetzt Dresche. Cyberspace. Ich freue mich ungemein, bei Dislike zu sein und wir sehen uns vor Gericht wieder. Ich bin jetzt echt drauf eingestellt, auch so richtig Beef. Calderone 06. Hey, dicker kleiner Mann mit dem lustigen Hemd und dem Spannerbärtchen. Machst bei den jungen Dingern gerne den witzigen Onkel, oder? Ja, mach ich. Was für Muschis? Was ist das denn für eine Puppe, die Gitarrenschwuchtel? Musik brauche ich nicht, aber die alte ist geil. Gysi ist der Rambo der deutschen Politik, die pazifistische Miniaturausgabe. Wieso Miniatur? Ich bitte Sie. Also. Übrigens hat meine Großmutter immer gesagt, ich bin handlich. Und das ist ein großer Vorteil, wenn ich Ihnen das mal so ganz nebenbei sagen darf. 75 Lucario. Gute Sendung, aber der blasse, dünne Junge nervt. Was will der? Was will er? Was macht er? Was will er? Er soll weg aus der Sendung. Ich möchte die Sendung haben ohne ihn. Er nervt mich. Ich will das Studio sehen. So, jetzt ist gut. Er ist weg. Jetzt sehe ich nur die Kulisse. Aber wo ist der dünne Junge hin? Das Studio nervt. Wo ist er? Was will er? Warum ist er nicht da? Lena Meyer-Landrut des Indie-Rocks. Ich finde, Lena ist eine ganz liebe. Außerdem sieht die ganz schön geil aus. Echt, die würde ich nicht mal ficken. Nein? Nee. Oh Gott. Ach, Kafkas Nippel immer. Die werde ich vermissen. Die kleinen, kecken Igelnasen. Ja. Hier sieht man die Igelnasen nicht, weil dieser Raum, in dem ich mich gerade befinde, ist weit davon entfernt, klimatisiert zu sein. Dönermann ist voll scheiße und singt und rappt auch scheiße. Farid Bang ist viel besser. Ciao, das war meine Ansage. Ja, und Farid hat natürlich die dickeren Oberarme, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber dafür habe ich einen kleineren Penis. Einen größeren Penis. Gleich groß wie Farid, ich will jetzt keinen Beef. Ungefähr gleich so. Er ist ein bisschen größer, aber dafür hat er einen Migrationshintergrund. Das ist ein Minuspunkt für ihn. Der Mann erinnert mich ein bisschen an den Typ von Calcha Candela. Findet ihr nicht? Hänsler, mein Gott, ey, mit zwei N und einem S, ey. Ochse, ey, wie blöd bist du eigentlich? Hänsler, oh Mann, das kann doch nicht sein, ey. In der Tat ist Herr Hänsler. Oh Mann, oh doll. Mein Gott, mal seid ihr alle beknackt, ey. Ein N, zwei S. Weil Hänsler nicht mit Doppel-N, Doppel-S. Was soll denn die Deutschen eigentlich verstehen? SS. Normalerweise hasse ich diesen Deutschrock. Höre normal nur Deathcore und unpolitischen Rechtsrock. Das steht da nicht. Da steht in Klammern unpolitischen Ausrufezeichen Rechtsrock. Aber ich muss sagen, das Lied finde ich richtig gut. Du bist wirklich nicht unser Freund. Ah, ich frage mich, warum Deutschland das Land ist, von dem zwei Weltkriege ausgingen. Kann ich mir gar nicht erklären. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt Gesang war oder nur eine blonde Gestalt, die durch ihren Mund gekackt hat. So stellen sich Ossis also Arbeit vor. Schön in Sepia, mit Handwerkskluft und Wurstbrot. Kein Wunder, dass es nach der Wende abwärts ging. Also dafür schäme ich mich schon fast ein bisschen. Ja. So was schreiben Leute? Bist du traurig? Oh Gott, komm mal her. Abbrechen, abbrechen. Abbrechen. Ihr seid so gemein. Ist ja gut. Ach Gott, Mensch. Wie könnt ihr ihm denn das antun, ja? Huch, was ist mit der Lampe passiert? Hoppala, mein Gott, was jetzt? Oh, hoppala. Nanu. So, alles ist gut. Sehr gut. Sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Das war ein schöner Ausklang von Dislike. Haben wir wieder was gelernt? Vielen Dank, ich hasse euch alle. Tschüss. Ciao. Einige Sachen haben mich schon emotional sehr berührt. Mich nicht.